Die nächste Location, die Taco und ich besichtigen, ist das sogenannte Amish Haus. An diesem Ort scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Das Haus an sich weist zwar nicht mehr den besten Zustand auf, aber der Vandalismus ist hier wenig bis gar nicht vorhanden. Dennoch stellt sich die Frage, warum wurde alles genau so zurückgelassen und was ist mit diesen Leuten geschehen? Dieses haben wir bis heute nicht herausgefunden. Ja, so, kleines Mützchen aufgezogen. Es ist doch ziemlich windig hier oben und echt noch riesig kalt. Ja, jetzt wollen wir uns das Haus des Amish angucken. Oder was ist das Amish-Haus? Wie heißt es Amish-Haus? Weil ich mir habe sagen lassen, dass es wohl gar keine Amish waren, sondern irgendeine andere gläubische Sekte. Wir lassen hier eine steile Böschung runter. Aber sowas ist ja für uns kein Problem. So, wir sind jetzt unten am Haus. Schon so ein kleiner Gerümpelschuppen mit jede Menge Schlitten. Und zwar auch schöne. Diese gebogenen da oben, die waren relativ teuer früher. Schon gut eingestürzt unten. Das war mal wahrscheinlich eine Terrasse hier, ne? Wo geht's rein? Da unten. Du bist gerade eingestürzt. Ja. Gut, dann versuche ich als Körperklaus auch mal hier runterzukommen. Das Ganze wieder mit einer Hand. Ich stehe wieder auf einen sehr morschen Balken. Oh, wie aufmerksam der Treppe hier. Okay, das ist es also, das Amish-Haus. Das ist noch ein alter Kinderwagen und eine super alte Nähmaschine, die mal mit einem Riemen noch angetrieben worden ist. Ist aber fest. Alles voller Gerümpel hier. Da muss man sich erstmal wirklich irgendwie einen Weg durchbahnen. Ich glaube, der Taco ist gerade hier vorne rüber gegangen. Ich folge ihm mal. Oh Gott. Außer mir bald die Skier hier auf den Latz fallen. Alles komplett zugestellt. Ja, hier war ich jetzt zwar gar nicht drin. Alles ist ein richtiges Möbellager hier. Alles vom Schranktüren, Tischplatten. Unglaublich. Ja, Wahnsinn. Da das gleiche wahrscheinlich in dem Raum. Ne? Okay. Und jetzt geht's da vorne durch die Tür oder was? Okay, wenigstens geht die Tür noch auf. Boah, es fühlt sich so böse an. Hier liegen auch schon Bretter auf dem Boden, um das Gewicht ein bisschen zu verteilen. Hier ist eine Wand eingestürzt. Okay, ich glaube, das hier war mal das Badezimmer. Man sieht hier halt noch ein Waschbecken, eine Duschwanne. Und da vorne ist auch noch eine große Badewanne mit einem großen Wasserboiler oben dran. Alter, das war letztes Mal aber auch noch nicht. Das Haus ist sehr, sehr marode. Und es kommt so vor, als wäre dieser ganze Flur hier viel breiter als letztes Mal. Ja, ich glaube, fehlt auch eine Wand. Ich glaube, hier lag einfach viel mehr Zeug rum, Leute. Okay, Treppenhaus angekommen. Geht's jetzt hoch ins erste Obergeschoss. Hier kann man, ist das begehbar hier? Also zumindest war es das letztes Mal nicht. Ja. Okay. Oh. Ja, mein, das sieht aber geil aus. War wahrscheinlich mal ein Kinderzimmer gewesen. Rosa Möbel. Sieht noch ganz genauso aus. Die Puppe hier. Die ein bisschen creepy aussieht.
Danach, we are special, we are family. Ein paar Kerzen. Celebrate the Risen Christ. Und nochmal die Heilige Bibel. Hier müssen wir allerdings jetzt aufpassen. Hier drunter, unter diesem Dingens, ist auch nochmal der Flur. Und hier vorne, ungefähr am Ende des Tisches, ist die Wand eingestürzt. Da oben sieht man auch schon eine ziemlich marode Stelle. Deswegen, jeder Schritt sollte doch ein wenig bedacht sein. Was mir direkt auffällt, ist dieser große, runde oder so ovale Tisch, der mich so ein bisschen an die Ritterzeit erinnert. Eine Tafelrunde oder sowas. Sehr alte Möbel und ein mega altes Bügeleisen. Und passend zu Ostern der Salzstreuer bzw. Pfefferstreuer im Eierformat. Okay, ich mache mal in den nächsten Raum rein. Ich versuche jeden Schritt sehr bedacht zu machen. Hier haben wir noch eine Art Wohnzimmer mit einem Tisch. Und hier ist es auch sehr hell irgendwie. Könnte noch mal ein weiteres Wohnzimmer sein. Ich mache mal gerade die Lampe aus, damit die Nachbarn uns nicht direkt sehen, dass hier was leuchtet drin. Hier macht das Ganze auch noch ein bisschen sicheren Eindruck. Der Boden ist hier nicht ganz so durch wie unten. Das könnte vielleicht auch mal eine Küche gewesen sein. Ich bin da gerade gar nicht so sicher. Das sieht eher aus wie ein Schuppen. Hier mit so einer Art Werkbank oder sowas. Hier ist ein Zollstock drin und Sägeblatt, ein Hammerkopf sehe ich da. Da oben diese Bordüre, dieser kleine Regalvorsprung mit alten Porzellan drauf. Ja, hier auch nochmal Jesus mit seinen Schafen. Okay, gehen wir mal weiter. Ich brauche wieder Licht. Oh, hier sieht es auch. Ist jetzt, glaube ich. Ich kann nicht diesen Raum definieren. Ein Stück Flur, so ein Zwischenraum halt. Aber hier steht echt noch ein Klavier drin. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Eine weitere Nähmaschine. Der Riemen fehlte, einfach nur ein Dekostück. Und hier geht es rüber in einem Schlafzimmer. Was auch interessant aussieht, ist halt noch die Perlenkette, ein Schlüsselbund, ein Lippenstift und eine Lesebrille. Das ist noch ein alter Holzkoffer tatsächlich hier. Sowas kennt man vielleicht von Autos, die hatten die mal hinten drauf geschnallt gehabt. Also die erste Frage, die ich mich stelle, was ist hier passiert? Warum sind die Leute weg und warum sind hier die ganzen Sachen noch vorhanden? So komplett, auch so ein Klavier in diesem Format hier, wenn ihr euch das mal anguckt, hier mit diesen Verzierungen und alles, das kostet ja auch mal eine Stange Geld. So, aber dann gehen wir jetzt mal in den nächsten Raum. Okay, das scheint der Essbereich zu sein, das Esszimmer. Hier haben wir einen schönen alten Kachelofen. Hier sitzen die Puppen noch am Tisch. Und auch hier noch die Vitrine mit diversen Porzellan- und Gläserschalen. Und hier geht es in die Küche. Und hier riecht es angenehm nach Parfüm. Hier haben wir noch so eine kleine Sitzecke. Da vorne scheint ein Büro zu sein. Gucken wir uns gleich an. Nehmen wir erstmal die Küche mit. Ja, eine Spieluhr. Die leider nichts mehr sagt. Sehr alte Küche. Bohnen gab es hier. Accept the Lord. Build the house. The labor in vain that build it. Psalm
127,1. Okay, alles sehr religiös. Hier noch dieser alte Kochlöffel, Leute. Wer hat damals mit so einem Ding in den Arsch versohlt bekommen? Also ich definitiv. Ja, alter Backofen. Wirklich alte Schränke. Ein sehr alter Pizzaschneider. Gucken wir mal. Oh, die sind ja noch komplett voll. Oh, die sind noch irgendwie hier. Pasta, irgendwas. Gewürze. Hier auch komplett voll. Und auch hier. Boah, hier ist noch irgendwas, was da echt vor sich hin gammelt. Ey, das sieht echt gar nicht gut aus. Das probieren wir aber nicht mehr, ey. Sehr, sehr schön. Ja, hier ist der zum Aufenthaltsraum, Wohnbereich. Auch hier mit sehr schönen Dekorationen. Und auch da vorne noch wieder Familienbilder oder sowas. Genau wie hier. Oh, hier macht der Boden mir keinen guten Eindruck mehr. Muss man aufpassen. Hier noch Fotoalben. Altes Badezimmer. Ja, gehen wir mal von dem Raum wieder in den nächsten. Das sieht mir schwer nach Büro aus. Hier ein schöner Schrank. Schreibtisch mit Drucker. Tatsächlich. Hier sind auch alte Dias. Wo man auch vielleicht nochmal hier das eine oder andere drauf erkennen kann. Okay, hier ist der nächste Hausflur. Und hier haben wir nochmal einen weiteren Raum. Auch ein Schlafzimmer. Auch wieder mit einer Puppe. Sehr altes Bett. Ein alter Western-Sattel. Aktentaschen. Und auch wieder hier irgendwas Christliches, christliche Figuren. Der goldene Reiter. Wahnsinn. Okay, hier geht es auch nochmal nach oben und auch nochmal nach unten. Taco kennt das Gebäude ja bereits. Ich werde mich jetzt mal nach oben begeben. Mich hier nochmal umschauen. Hier haben wir auch noch auf der Treppe ein altes Klo. Ah, krass. Hier ist ein gefliester Raum. Direkt am Kopf der Treppe ein Badezimmer. Das ist verbarrikadiert. Aber hier kommen wir durch. Hier fängt das so ein bisschen mit Gerümpel an jetzt. Sieht nicht mehr ganz so ordentlich aus wie da unten. Auch die Tapeten kommen ja extrem von der Wand. Aber die Bilder, Leute. Hier eine Küche im Abstellraum. Die sehen schon ein bisschen gruselig aus, diese Bilder. Ich weiß nicht. Nichts für mich. Vor allem gerade noch mit diesem Schimmel hier an der Wand. Hier ein weiteres Schlafzimmer. Mit einem sehr schönen Kleid. Bisschen mittelalterlich angehaucht. Und hier geht es direkt scheinbar grundgütiger im Kinderzimmer rüber. Erinnert mich so ein bisschen an Kasper. Gab es auch so ein Zimmer im Film. Hier eine kleine Spielhütte. Dieser komische Kinderstuhl mit Loch in der Mitte. Hier oben rum steht halt überall Spielzeug, was man so zu Deko-Zwecken mal dahingestellt hat. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier nochmal einen Raum. Der letzte von hier oben. Nochmal ein Schlafzimmer. Mit diesem merkwürdigen Puppenwagen. Und ich glaube, der Kopf von dieser Puppe liegt drüben bei der anderen Puppe im Schoß. Ja, noch mal Familienfotos wieder. Ich gehe mal nicht ganz so nah ran. Briefe. Reisekoffer. Ein Berichtsheft. Und daneben die Heilige Bibel. Also wirklich sehr, sehr sehenswert, diese Location, muss ich mal sagen.
macht man die eine Tür an, auf, geht direkt die andere los. Heftig, ne? Wirklich. Taco kommt auch gerade noch hoch. Hier steht noch ein alter Kassettenrekorder drin. Ja, Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Okay, wir sind jetzt gerade die Etage nochmal runtergegangen. Hier ist nochmal ein weiteres, wirklich sehenswertes Schlafzimmer. Auch wieder mit einer komischen Puppe. Einen alten Reisekoffer, der komplett leer ist. Aber auch hier, da wieder die Bibel am Tisch. Ich frage mich echt, was mit diesen Leuten hier passiert ist. Hier auch noch ein Nebenraum. Sieht aus wie ein Bett für Kleinkinder. Sehr rustikal auch wieder. Und ich glaube, das war mal ein Mühlenrad. Vielleicht haben da mal Figuren drin gestanden, hier in der Mitte. Hier oben war Dingens drin. Ah ja, und das dreht sich auch noch. Dann wurde das hier mit diesen Kerzen mit der warmen Luft angetrieben und hat sich gedreht. Und hier liegen auch noch die Blätter von oben. Hier direkt ein Raum neben dem Schlafzimmer ist eine weitere Küche, so wie es aussieht. Mit unwahrscheinlich alten Waschbecken. Alles wirklich sehr, sehr alt und urig. Aber auch schön. Das kommt bestimmt aus dem Norden, dieser Schrank. Und auch hier, Leute, guckt euch das mal an. Dieses Himmelbett hier. Zumindest mal dieses angedeutete mit diesem Vorhang da oben dran. Wirklich riesengroß. Ein alter Schrank. Auch hier noch die ein oder anderen Überbleibsel. Nicht mehr viel, aber immerhin etwas. Und hier ist der Boden eingesackt. Hier gehen wir auch lieber wieder raus. Seht ihr das? Wie schief dieser Schrank schon steht. Im Vergleich zur Tür geht der echt da runter. Das wird nicht mehr lange halten hier. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade noch mal am Klavier die Treppe hochgegangen. Und hier oben entpuppen sich einfach mal noch weitere Zimmer. Hier ist wieder so eine Art Wohnzimmer mit kleiner Bibliothek. Einen kleinen Ofen und einer schönen alten aufziehbaren Uhr. Hier wieder ein weiterer Flur. Jaschkowski. Das könnte vielleicht auch so eine christliche Wohngemeinschaft oder sowas gewesen sein. Bin mir da gar nicht so ganz sicher. Hier sieht es aber jetzt schon schlimmer aus. Jetzt im Rest des Hauses, abgesehen vom Keller. Ah, hier haben wir wieder das Treppenhaus. Da vorne ist auch eine schöne Tür, wo ich mich frage, warum wir nicht da reingegangen sind. Ja, wahnsinnig, Leute. Genial. Jetzt hat der Taco mir gerade gesagt, dass hier am Ende auch noch mal ein Raum ist, der sich lohnt zu zeigen. Und ja, hier ist auch noch mal ein großzügiges Bett mit Aufklappfunktion irgendwie, also mit Rückenlehne und wieder eine grauenvolle Puppe da drauf. Und auch hier noch mal so ein Schaukelpferdchen. Ja, Leute, was ist hier mal passiert? Wer waren die Leute, die hier gelebt haben? Und was ist mit aus den Leuten geworden, die hier gelebt haben? Das ist die Frage. So, in diesem Teil des Gebäudes oder in diesem Gebäude an sich haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles gesehen, was sehenswert ist. Und dann haben wir drüben noch ein weiteres Video, seht ihr aber in der nächsten Folge.